So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Ich habe einen wunderschönen Blitz Pteranodon gefunden, der um einiges stärker ist. Mehr oder weniger, aber der macht nicht so viel Damage wie. Ich habe einen Ankylo gefunden und einen komischen Dings hier. Ja, einen Terrazino. Den habe ich mir einfach mal mitgenommen. Ich weiß, wollte ich testen wollte, was die so können. Beziehungsweise wollte ich ihn hier Damage testen und habe dann festgestellt, dass dieser Blitz Petri extrem viel Torpo macht. Das Ding hatte, ich weiß nicht wie viel, ich glaube, keine Ahnung, wie viel Torpo hatte das Ding. Ja, ich glaube 100.000 oder so. Oder der musste nur zweimal getroffen werden oder so. Und der Hacker ist eigentlich nur nicht so weiter als ein normaler Biber, der mehr Holz abarbeitet. Aber wir wollen das jetzt mal gucken mit unseren anderen Dinos. Ich meine, das ist schon faszinierend. Es das heißt, das Ding macht so viel Torpo, wo ich mich da denke, wofür brauche ich noch die Flinte? Ja, aber ein Spaß auf Seite. Die Flinte ist schon um einiges stärker mit den Darts. Es gibt ja noch stärkere Darts. Wir wollten mal was, wollen mal was gucken. Den kann man nicht. Oder kann ich die bewusstlos prügeln? Das wäre mal eine coole Idee. 5 Eternal, die haben 6 Millionen. Das Ding hat 6 Millionen. Gucken wir mal, wie viel machen wir? Wir machen auch. Ah, wir machen keinen Torpo. Aha. So. Ah, da steht doch was, oder? Elemental Dinos? Ja, warte mal. Warum habe ich dann mit dem überhaupt getroffen? So. So, eigentlich Tor. Ne, ich mache kein Torp an den. Okay, ignorieren wir das. Lassen wir den beiseite, der wird sich irgendwann wieder beruhigen. Ich hoffe es zumindest. Das heißt aber auch im Klartext. Hier vorne war dieser. Ach ja, und es sind nur die Elemental-Tierchen, die unter Wasser fliegen können. Ich finde die Sache gut. Da hinten ist ein. Ist das ein Elemental? Oder ist das ein normaler? Elemental 540. Aha. Können wir es riskieren? Also Primefish habe ich noch zu Hause. So, der kriegt auch bestimmt Torpo von mir. Und warum kriegst du kein Torpo? Ach so, wahrscheinlich Light und Light. Ja, also an denen mache ich kein Torpo. Es sei denn, ich bin auf dem falschen drauf. Nee. Ist schon der richtige. Gut, das hilft jetzt nichts. Wenn ich ein Feuer finde, wäre das sicherlich interessanter. Wo ist denn hier ein. Da nehmen wir doch mal den hier. Aus Spaßes halber. So. Da, ich mache mega viel Torpo. Den K.O. zu prügeln ist eigentlich kein Problem. Genauso wenig wie den da. Ist das ein. Ach, das ist der 180er. Ne, ist ein normaler Feuerball bei Baryonyx. Ist das ein. Ach, das ist ein Velona, ne? Auch eine Idee, ne?
Truppe hast du? 300.000. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen können. Au, au. Was machst du denn da für böse Sachen? Oh ja, das kriege ich auf jeden Fall. So. Du müsstest eigentlich jetzt gleich umkippen. So. Ja, der fällt jetzt um. Und da liegt er auch. Was möchte der haben? 34 rohes Filet. Na, das kann ja was geben. Naja, holen wir es uns einfach von ihnen hier. Ich muss aufpassen. Das Ding liegt schon. So, darf ich ihn mal raus? So, das Level bist du denn? Okay. Ach, 31? Okay, könnten wir ja noch mal gucken, ob wir noch mal. Ist das jetzt ein Textvino oder ist das auch wieder ein Robot? Das ist der Robot-Spino von vorhin. Verdammt. Ich sollte Folgendes machen, bevor ich wieder. Das ist der da, genau. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo. Ach, ich weiß nicht, der hat noch zu viel Leben. Wie viel Leben hast du? 184. Das kriegt doch niemals down. Haben wir nicht hier irgendwas Kleineres? Was ist ein Blitz? Jetzt gehe ich eben kurz nach Hause. Uff. Der liegt da, okay. Aber ich bin noch auf der richtigen Seite. Okay. Hier ist der Wasserfall. Gut. Alles easy. So. Dann schnappen wir uns mal ein bisschen rohes Filet. Hier ist mir wieder kochend warm. Kochend heiß. Ich möchte auf dich zugreifen, mehr nicht. So, nehmen wir doch ein bisschen davon mit. So, wo ist die Tür? Sollte die Tür anfärben. So. Und jetzt können wir eigentlich ganz seelenruhig sagen, hey. So ungefähr weiß ich es ja. Hatte ich das? Ja doch, ich hatte es, glaube ich, in dieser Richtung. Lag da jemand bewusstlos? Was doch die. Warte mal. Oh, doch die andere Richtung. Wie viele Spinnen es denn hier gibt? Kann ich hoffentlich tragen. Da ist er. Da müsste er sein. Dann hoffen wir, dass der nicht aufwacht. So, und wir putten den was rein. So, ich schmeiß ihn alles rein, ist mir egal. Oh, hier ist es, wo ist denn man da? Was hast du denn für Werte so? Ach, ja, gucken wir mal. Ich glaube, das kann jetzt eine Weile dauern. Und ich mache hier einfach mal einen kurzen Schnitt. Hoffentlich vergesse ich es nicht, bis er gleich fertig ist. Bis gleich.
So. So, liebe Leute, hier bin ich wieder zurück. Und ja, ich habe einfach so eine Taming Potion genommen, also es ist noch nicht so viel Zeit vergangen. Und braucht er überhaupt einen Sattel? Ist es die Frage. Die größere Frage ist, wo fliege ich hin? Naja, war richtig, ne? Ja. Gut. Sollte richtig gewesen sein. Genau, hier rüber. Hier ist der Fluss. Oder auch nicht. Ah, doch. Und da sind meine ganzen Tierchen. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Ich glaube, der braucht keinen. Ich weiß nicht, hoffentlich braucht er keinen Sattel, denn ich bin hier nicht auf Scorched Earth. Wach, komm. Ich kann den Sattel nicht lernen hier. Das ist so beschiss. Ja. Schön, ne? Da. Kann ich nicht lernen. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, finde ich. Kacke. Ich hätte mich so darauf gefreut. Mann. Ich wollte ja eigentlich das mit den Spino ausprobieren. So. Dann gucken wir mal, ob wir den Spino noch finden. Denn davon kann ich einen Sattel herstellen. Das ist jetzt irgendwie blöd, dass so ein. Ach. Vielleicht kann ich aber auch was anderes herstellen. Da hinten müsste irgendwo das Sumpfgebiet sein. Ich glaube ja nicht, dass ich einen Spino tragen kann, ne? Also. Ich glaube, das geht dann doch zu weit. So, haben wir hier irgendwas Böses in der Nähe. Poison-Zweig. Ja, den Lightning. Den kann ich ja. Also nicht zähmen. Beziehungsweise könnte ich wahrscheinlich schon. Aber eben nicht mit dieser Art von Torpo. Denn du kriegst ja kein Torpo. Bist ja immun gegen das, was ich da mache. Ah. Das ist sehr schade. Kann ich einen Quetzel vielleicht sehen? Oh Mann, das wäre eine geile Sache. Also hier war doch der Feuer. Der Feuer war hier. Lightning. Elemental. Spino haben wir hier nicht. Okay. Ankylo, jetzt finde ich wieder welche, aber naja. Wo ist denn jetzt der Spiel? Der Spino ist nicht da. Aber mal gucken, 2 Millionen Torpo sind aber auch eine ganze Stange, ne? So. Preußen-Spino. Dino-Herz, den gibt es immer noch. Und 280er sogar. Einer liegt be müsste bewusstlos irgendwo liegen. So.
das denn da hinten? Ist das eine Riesenlibelle? Elemental Dragonfly. Nicht das Ding. Ach ja, der ist noch ausgenockt. Der ist noch ausgenockt. Lightning, hä? Okay. Radiokinetik. Och, da ist dieser. Einer von diesen, von der ganz bösen Sorte. Ich weiß, dass der jede Menge Damage macht. Gucken wir mal. Nur hoffen, am besten dafür sorgen, dass uns keine Dings Alpha-Wirbeln wieder stört. Das Ding ist echt. Boah, ich weiß nicht. Das Ding hat mich abgemountet. Das ist schlimm genug. Elemental Fire Spino. 200. Was ist denn? Ach da. 200 ist aber ein bisschen zu low, finde ich. Naja. Wobei ich nicht weiß, wie stark der tatsächlich ist. Dieser Radiokinetik-Dings macht mir auch Sorgen. Ich guck mal. So, und kriegst du und die Torpo? Ah, oh, du kriegst eigentlich ganz gut Torpo. Haben wir dann mittlerweile. Oh, 200. Mann, ich. Mir ist heiß. Na, wie viel hast du? Boah. Also, den zu zähmen ist, glaube ich, nicht so schwer. Das Problem ist nur. Was will er denn haben? Rohes Filet möchte er 34 haben. Wie viel habe ich denn mitgenommen? Ah, 50. Ach, ich hab's nicht mehr so eine. So. Den schnappen wir uns auf jeden Fall. Ich habe nicht diese Potion dabei, ne? Ah, ne, leider nicht. So spare ich mir auf jeden Fall Darts. So, guck mal. Ich glaube nicht, dass er so schnell ertrinkt. Ah, gut. Gut. Wenn er auch einmal am Land geht, ist super. Dann habe ich den. Ist das ein Raptor oder ist das ein Radioactive Man? Das ist ein Radioactive Man.
Also, so gehört sich das. War da irgendwas? So. Ach du Scheiße, ich habe total was Wichtiges vergessen. Ich habe es hier mit einem Spino zu tun. Obwohl, nee, ach, was, wir fliegen jetzt erst nochmal zurück und holen uns so eine Taming Potion. Wo genau sind wir denn? Ah, alles klar. So, wir nehmen uns den nochmal als Vorbild. Da haben wir ihn. Und dann nehmen wir den mit. Hoffentlich muss ich nicht den ganzen Weg laufen. Das wäre etwas anstrengend. Vielleicht kann ich den wirklich packen. Ja, das wäre sehr vom Vorteil. Ich möchte nämlich ungern an den ganzen Mistviechern hier vorbei. Ich muss aufpassen, nicht, dass mir jetzt hier so eine Alpha entgegen. So. Das Vieh meinte ich. Das möchte ich nicht, dass mir das entgegenkommt. Wäre lustig, wenn ich das könnte, aber ich habe das Gefühl, dass ich den ganzen Weg gleich laufen muss. So, von hier aus. Das heißt, ich muss einmal den ganzen Weg laufen. Ach du heilige Scheiße. Oh, was ist denn? So ein normaler Feier. Okay, ich muss also bis hierhin laufen. Ach du Scheiße. Ist doch langwieriger als man denkt, glaube ich. Ich hätte den hierher locken sollen. Aber vielleicht wird er ja nicht angegriffen. Einen Spinosattel kann ich nämlich schon herstellen. Das weiß ich. So. Hatte ich doch. So, bitte. Hier sind sie. Knockout Potion. Na. So. Und jetzt guck mal. Mann, es ist echt ein weiter Weg. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Da liegt er immer noch. Da habe ich ordentlich ausgenockt. Ach, Quatsch. Das will ich doch gar nicht. Ah, da hinten liegt er. Ist er doch nicht so weit. Wenn ich auf der Seite hier bleibe, dann könnte das sogar was werden. Das ist macht praktisch instant gezähmt. So, ja, guck mal an. Eine Million Torpo? Das ist echt eine coole Sache, diese Taming Potion. Wäre lustig, aber ich habe das Gefühl. Ne, es klappt nicht so ganz, ne? Wie viel hast du, was hast du denn jetzt für Werte? Du hast. Boah, Alter. Das ist. Für einen Affersatz nur 200 ist. Ist das nicht schlecht. Müssen. Ja, wir müssen trotzdem erstmal. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt nicht. So, ignorieren wir das einfach mal. Ich glaube, der ist dann wirklich hinter mir her. So, wir müssen da. Da ist das Böse. Ich kann ihnen ja mal sagen, sie soll mal. Ach.
Da bin ich. Ich bin sogar richtig. Hier muss ich durch. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass ich. Ach so, boah, der ist schneller, als ich dachte. Toll. Na, komm. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Hängst du am. Ich glaube einfach mal daran, dass er nicht die Treppen hochpasst. Da habe ich mir fast gedacht, toll. Oder kommt er da hoch? Ich sage einfach mal nein. Ah, doch. Mann, ich bin ein Genie. Bin ich überhaupt richtig? Eigentlich müsste ich hier richtig sein. Oder? Ich bin hier, glaub's. Absolut falsch. Komm, wir müssen hier weg. Ich bin hier absolut falsch. Ich muss. Okay, machen wir es lieber so. Find Stripe Dinos. So. Doch, dann muss da lang. Ah, gehen wir lieber noch mal weiter außen rum. Ah, da ist der Noggy. Da hinten. Okay. Jetzt weiß ich, dass ich richtig bin. Wir können noch mal gegen den da. Er soll ihn mal angreifen. Bin ich noch in irgendeiner 10-Gruppe? Ach so. Zeig mir, was du kannst. Komm mal mit. Das Ding ist stark. Oh ja, das Ding ist stark. So. Da ist die richtige Ruine. Die Sattel kann ich nämlich herstellen. Das ist nämlich eine schöne Sache. So. Komm mit. Komm mit, mein Freund. Da ist der Fluss. Da kommst du auch nicht durch, aber. Hier hinten gab es auch noch einen besseren anderen Weg. So, jetzt müssten wir hier. Das klingt sehr nach Rock-Element. Oder es hörte sich einfach nur so an. Was sind das für Geräusche? Klingt doch so nach Rock-Element, aber hier ist kein. Oder kann der die Steine kaputt machen, wenn er hier durchläuft? Ich glaube ja. Es hört sich fast so an. Ja. Ich glaube, er macht die ganzen Steine kaputt. Das alleine macht mir schon Interesse. Das macht mir schon Freude. So, wie nenne ich dich denn? Feuer war schon so, schon immer ein schönes Element. Wie viel kriegt er denn pro. So, wenn es so weitergeht, hat er bald 1 Million Leben. Pff, kurz davor. Ein weiteres Level und er hat 1 Million Leben. Ich glaube aber. Boah, aber die Effekte vom Feuer und so sehen ach, echt schon cool aus. Nicht so wie das sieht eher so alpha-mäßig aus, normaler Fire. Egal. Warte mal, was hast du denn da? Warum hast du so eine tolle Pike? Aber ich glaube, Chris. Die hat 80, da ist die besser. Die hat 5000 hier. Na gut, 500, aber. Das ist schön, wenn man dieses Feuer,
Das Feuer, was wütet und lodert. Ne? So, du hast noch. Ach ja, das ist so viel da drin. Also, Mann, das sieht auch cool aus. Davon machen wir mal. Die Armee wächst. So. Oh, das war zu viel. Spiel stürzt ab. So, jetzt stellen wir nochmal einen Sattel her. Das kriegen wir heute noch hin. Sieht jetzt eher komisch aus. So, ach so. Hab ich noch gar nicht gelernt, aber den Spinosattel sollte ich ja jetzt schon herstellen können, oder? Ja, Spino, Alpha Spino. So, sollte ich auch herstellen können. Ich hab genug Materialien schon da drin. Ich brauche nichts mehr irgendwo herholen. Oh Mann, da geht der Spaß. Da freut sich das Herz doch. Dieses Schwert ist immer noch. So. Farmt der Stein oder sowas? Nee, farmt er nicht. Was ist das denn? Hä? In ihnen selbst gibt es einen Bauplan für einen Spinosattel. Faszinierend, muss ich gestehen. Der farmt das aber nicht, ne? Das ist irgendwie ein bisschen schade, aber auf einer finde ich das cool, dass er die Sachen kaputt macht. So, gucken wir mal, ob wir hier. Ach, guck mal, hier ist unser Wasserrohr. Jetzt, wo da unten bei dem Biberdamm ja nichts mehr ist, könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir das Wasserrohr vielleicht dorthin. Mann. Wie lang ist das ja? Ah, ich hab keinen. Mann. Was ist das denn? Farm das doch jedenfalls, anstatt es nur kaputt zu machen. Ach so, ich hab, hä? Ist das unterschiedlicher Schaden oder irgendwie hat der den Effekt nicht? Ist das eigentlich noch das alte Modell? Ich weiß es gar nicht. Nein, das sieht sehr neu aus. Allein, dass er sich hinstellen kann. Ja. Irgendwas Besonderes? Okay. Okay, auch wieder nichts. Nichts Besonderes. Okay. Der macht. Oh. Ist das ein normaler Kleinigkeiten? Das Ding hat 105. Na, wir versuchen es. Was soll's denn? Harter Kampf, aber ich glaube, ich schaffe es. Der ist auch nicht mal volles Leben gehabt. Der hat nicht so viel Leben wie ich. Ich habe eine mit. Boah, er hat. Das sollte ich eigentlich besiegen können. Auch nicht. Aber ich darf nicht. Oh. Das war wirklich keine gute Idee. Der hatte doch nur 146.000 Leben. Das war doch eigentlich kein Problem. Puh. Trotzdem sollte der sich heilen. What the fuck? Ich hab. Wow. Hat sich gelohnt. Was denn Dominus Rex so viel Leben? Hat er irgendwas mir gegeben? Besonderes? So kristallmäßig vielleicht etwas? Ich weiß es gar nicht. Oho, komm. Oh, die sind da. Dreimal Kibbel. Das Problem ist, ich weiß, ich traue mich jetzt nicht abzusteigen, weil ich nicht weiß, was hier sonst noch auf mich lauert. 45.000 Leben. 1 Million. So. Alles in Damage.
Alles in Damage. Wir wollen eine Kampfmaschine haben. Hoi, hoi, hoi. Das hat sich eigentlich, das hat sich schon gelohnt. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt noch, wenn ich jetzt absteige, noch mehr Loot finde. Aber da habe ich alles eingesammelt. Okay. Scheint, als ob ich alles eingesammelt habe. Ich gehe es aber auch wieder. Also. Nein, ich habe. Oh nein, das ist ein Alpha-Basilisk, den ich auf meinem Schirm hatte. Ich hoffe, der verfolgt mich jetzt die ganze Zeit über. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ich muss den weglocken. Ist immer noch hinter mir her? Oder hat er sich mittlerweile beruhigt? Ich glaube, der hat sich beruhigt. Ich sehe ihn nicht mehr. Da hinten hat er sich. Ist doch ein Alpha gewesen, oder? Ich glaube, das war der Alpha. Der Eternal Alpha Basilisk. Ja, Eternal Alpha Basilisk 63. Mann. Aber egal, ich habe auch ein paar neue Levels. So, gehen wir mal ein bisschen hier hin. Zack, zack. Perfekt. 84 mittlerweile. Na, es macht sich langsam. Dass es echt so lukrativ ist, den Indominus zu töten, hätte ich nicht gedacht. Okay. Er ist jetzt nicht unbedingt das stärkste Kredit, stärkste Kreatur, muss ich sagen. Ich hätte jetzt irgendwie mehr erwartet, so. Ich meine, gut. Oh, direkt vor meiner Haustür. Na gut, der macht schon Damage, aber na, ich habe mehr erwartet, irgendwie, dass er wirklich. Hat denn keine besondere Funktion oder so? Wir können nur einen Spinosattel hier herstellen. Ach. Naja. Naja. Wie auch immer. Ich würde sagen, das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.